gerade überlegt, Moment, gehe ich überhaupt noch in die richtige Richtung? Da müssen wir bestimmt rein. Das war einer von diesen Chargern. Die Waffe mal aus jetzt hier. Was immer du sagst. Ich habe den Text ehrlich gesagt nicht gelesen und habe nur die Hälfte verstanden. Dena, sind Sie noch bei mir? Ich habe die Spitze der Kirche erreicht. Sie sind fast hier. Ich warte am Shuttle. Das erinnert schon alles irgendwie ans erste Spiel, ne? Dieses, ja, kommen Sie mal dahin. Oh, wir haben uns knapp verpasst. Ja, nee, jetzt sind wir aber ganz in der Nähe. Das war frech. Okay, hier wird mir schon wieder Munition zugeschustert. Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Detonator Schema. Hm. Auch das ein Bauplan, den wir tatsächlich schon besitzen. Von daher werde ich diesen Bauplan jetzt, glaube ich, einfach mal Bauplan sein lassen. Natürlich sind Sie das. Warum habe ich Ihnen vertraut? Weil Sie keine andere Wahl hatten. Ich sagte Ihnen, es gäbe eine Heilung und Sie kamen hergerannt. Warum tun Sie das? Warum lässt man mich nicht einfach in Ruhe, hä? Sie sind ein gefährliches Geheimnis. Earthgoth wird Sie nicht in Ruhe lassen. Sie haben Angst, dass Sie den Marker zerstören. Schließlich haben Sie ihn ja gebaut. Wovon reden Sie da? Naja, deshalb brachten wir Sie her. Um Marker für uns zu bauen. Um die glorreiche Konvergenz auf die ganze Galaxis auszuweiten. Ihr seid echt unglaublich! Geben Sie mir das Heilmittel und lassen Sie mich gehen! Oh, wir wollen Sie nicht heilen, Isaac. Wir brauchen Ihr kostbares Köpfchen genauso, wie es jetzt ist. Würden Sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn in Stase versetzen? Er darf auf keinen Fall sterben. Kann ich mich irgendwo festhalten? Kann ich mich irgendwo? Jetzt. Ja, habe ich die Möglichkeit, dagegen anzukämpfen und ich ehe, wie ich noch nie geehrt habe. Hi.
Das war potenziell vielleicht die falsche Waffe. Aber schaffe ich es, die Waffe jetzt noch nicht zu wechseln? Das ist auf jeden Fall eine Sequenz, an die erinnere ich mich. Gott, haben wir das Spiel jetzt endlich. Wie gesagt, das ist zumindest eine Sequenz, an die erinnere ich mich. Beim dritten Mal zugreifen, genau wie beim ersten Runde auch. Nur wenn ich das Gefühl nicht wusste, dass das falsch war. Oh, warte mal, was passiert denn, wenn ich vorher... das Vieh 1 da sind und dann weglange. Ja, die wollen es jetzt aber gerade auch wissen, ne? Das war mal eine relativ coole Actionsequenz. Und wir sind in Kapitel 6. Isaac, sind Sie da? Können Sie mich hören? Was wollen Sie, Struss? Es ist vorbei. Alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet. Nein, es ist nicht vorbei. Jedenfalls noch nicht. Isaac, wir haben ihn gebaut. Also können wir ihn zerstören. Sie meinen den Marker? Wissen Sie, wo der Marker ist, Struss? Im Regierungssektor. Es ist im Regierungssektor. Ich erinnere mich. Aber wir müssen uns beeilen. Mir läuft die Zeit davon. Uns läuft sie davon. Struss! Struss, wo wollen Sie denn hin? Aufgabe hinzugefügt. Ich kann aber wieder Aufgaben lesen. Das ist jetzt eine Weile her, seit ich das getan habe. Wenn wirklich ein Marker im Regierungssektor ist und ich für seine Existenz verantwortlich bin, dann muss ich einen Weg finden, ihn zu zerstören. Ich muss zum Regierungssektor, bevor es zu spät ist. Da alle Shuttles weg sind, ist der Transitknoten der Sprawl meine beste Alternative. So, und schon wieder irgendwo, wo es echt scheiße dunkel ist. Aber diese ganze Action haben wir doch relativ gut weggesteckt, ne? Also so rein her von unseren Werten haben wir nicht mal Schaden genommen, obwohl theoretisch... gerade ganz schön was eingesteckt haben müssten. Die Tür ist verschlossen. Na gut. Dann jetzt also in diese Richtung hier weiter.
Da haben wir wahrscheinlich durch, oder? Oh, nee, müssen wir nicht. Dann interessiert mich, was dahinter ist. Wir sind wieder auf diesem Plaza. Hier waren wir tatsächlich schon mal. Da lagen ja allerdings andere Gegenstände. Das erste Spiel hatte 12 Kapitel. Ich kann mich aber blöderweise gerade nicht mehr daran erinnern, wie viele Kapitel das zweite Spiel hat. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal ankündigen, dass ich so den Zeitraum, ja, 5:15, 5:30 Uhr, das ist so der Zeitraum, den ich anpeile, um mit Dead Space 2 dann erstmal Schluss zu machen. Dann gibt es wieder eine kleine Pause. Und dann starten wir mit Stardew Valley. Um tonal hier dann quasi wieder so den kompletten Kontrast drin zu haben. Spiel will, dass wir da hinten lang gehen, also gucke ich hier rein. Das ist eine unglaublich unheimliche Wohnung. Heilige Scheiße ist diese Wohnung unheimlich. Oh. Entschuldigung, wollte nicht stören. Schlaf einfach weiter. Ich ruhe gleich wieder weg. Oh. Entschuldigung. Wollte nicht stören, schau einfach weiter, ich bin gleich wieder weg. Ich nehme nur dein Geld mit und dann verziehe ich mich wieder. Alles cool. Da bitte keiner sagen, dass ich hier niemandem seine Fernsehzeit gönne. Es ist einfach alles so unglaublich dunkel. Man sieht ja überhaupt nichts mehr hier. Alter. Ich könnte das gerade so gar nicht zuordnen, wo das herkam. Ich habe diesen Wecker da nicht gesehen, ne? Also mir war klar, dass da irgendwo ein Wecker piept. Aber ich habe den ums Verrecken nicht gesehen. Ich habe geguckt, ich habe versucht, ihn zu finden. Ich habe ihn nicht wahrgenommen. Eben gerade habe ich ihn dann entdeckt. Die Sitzung hatten sie Angst vor uns. Ich erinnere mich. Sie brachten uns zu der Maschine. Für unsere Sitzung. Für die Schritte. Ich erinnere mich an keine Sitzung. Sie haben Glück, dass Sie sich nicht erinnern. Denn wenn Sie das tun, dann kommt er zurück. Wer? Wer kommt zurück? Wer denn? Sieh dich nur an. Wie groß du geworden bist. Strauss, folgen Sie ihm nicht. Er ist nicht wirklich da. Mir gefallen die Geräusche nicht, die ich ja schon die ganze Zeit höre. Du
Rücksicht durch den Fahrstuhl, ja. Ja gut. Direktor Tightman, alle überlebenden Squads haben Rückzugsbefehl. Wiederhole, zurück, Regierungssektor. Operation Endphase hat begonnen. Notfallpläne sind aktiv, um unsere Verluste zu kompensieren. Direktor Tightman, alle überlebenden Squads haben Operation Rückzugsbefehl. Wiederhole, zurück, Regierungssektor. Operation Endphase hat begonnen. Notfallpläne sind aktiv, um unsere Verluste zu kompensieren. Hier schon wieder eine Speicherstation. Hatten wir nicht gerade erst eine Speicherstation, ohne dass im Spiel jetzt großartig irgendwas passiert ist? Das ist durchaus ungünstig. Ich glaube, es fängt an zu regnen. Was potenziell bedeutet, dass ich demnächst das Fenster schließen muss. Und ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz sicher, ob das dann tatsächlich eine gute Idee sein wird. Notfallpläne sind aktiv, um unsere Verluste zu kompensieren. Direktor Tightman, alle überlebenden Squads haben Rückzugsbefehl. Wiederhole zurück. Ein großes offenes Areal, hier wird gekämpft, oder? Das ist natürlich der eine Gegnertyp. Den ich nicht einfach mit meiner Shotgun machen kann. Hi! Oh wow! Na, das lief doch den Umständen entsprechend eigentlich noch ganz gut. Verdammt, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, das war ausgesprochen dumm, das zu tun. So, eigentlich war dabei, das hier oben einzusammeln. Yeah.